Herzlich willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video. Und diesmal machen wir das mit diesem geheimen Paket. Und wir schauen mal, was drin ist. Und hier. Dann öffnen wir mal. Scheint gut verpackt zu sein, dieses kleine Geschenk. Ich gestehe, ich habe mir selber ein Geschenk gemacht. Und es ist wunderbar verpackt. Und siehe da. Was könnte es anderes sein als eine neue Kamera? Sollen wir das mal auspacken? Ah. Ein Zweifach-Telekonverter von Weltblick. Ein Teleobjektiv 85 bis 205 mm von Admiral mit einer Blende von durchgehend 1 zu 3,8. Perfekt. Das Ganze ein M42 Anschluss. Legen wir auf die Seite und jetzt kommt das gute Stück. Eine schöne mechanische Kamera. Die schauen wir uns jetzt mal. So, da haben wir dann das gute Stück. Mamiya Secor 500 DTL. Ein Versuch von Mamiya, neben vielen ein Spiegelreflexsystem auf den Markt zu bringen im Bereich 35 mm. Sie hatten viele, viele mehr Varianten, insbesondere auch viele, viele Varianten mit dem Objektivbajonett. Bei der handelt es sich jetzt um das M42-Bajonett, was es auch möglich macht, vorhandene Objektive einzusetzen. Nun, der Zustand ist dem Preis entsprechend. Es war ein kleines Schnäppchen, sagen wir mal. Und schauen wir mal, was die Kamera alles zu bieten hat. Hier vorne der Selbstauslöser. Kann den runterdrücken, wir werden das nachher mal probieren und dann mit einem Vorlauf von ca. 10 Sekunden auslösen. Auf der Rückseite kein Filmhalter oder kein Halter für den Filmdeckel, also um die Filminformation zu speichern. Das kam ja erst später auf den Markt. Dafür aber ein abnehmbarer Blitzschuh, den man hier abnehmen kann. Der Aufziehhebel. Zwei verschiedene Blitzsynchronisationsanschlüsse, natürlich den X-Anschluss und ganz besonders für diese Kamera S und A einmal die selektive Belichtungsautomatik oder Belichtungsmessung im Zentrum des Suchers und einmal die Integralmessung auf A. Eine für diese Zeit, wir reden hier von 1968 ungefähr, herausragende Variante der Belichtungsmessung. Drauf geschraubt ist ein Mamiya Secor 50 mm Brennweite 1 zu 2,8. Es geht leider etwas schwierig oder schwer. Drehen wir das Ganze mal um und schauen mal ein bisschen näher hin. Dann haben wir hier das Einstellrad für die Zeit, die Belichtungszeit von B bis 1/500 Sekunde. Deswegen heißt die Kamera ja auch 500 dtl. Es gab auch eine 1000 dtl mit einer Tausendstel Sekunde Maximum. Hier sehen wir die Anzeige des Filmtransports. Der Auslöser mit Gewinde für einen Fernauslöser, also Kabelfernauslöser. Und den Aufziehhebel in der gespannten Position. Das heißt, jetzt misst die Kamera gerade die Belichtung. Und das ist was, was die Kamera auch ein bisschen interessant macht. Wenn die Belichtungsmessung stoppen soll, dann drückt man diesen Knopf hier und der Kameraaufziehhebel springt in die Rastposition zurück. Die Belichtung über die Batterie wird nicht gemessen. Jetzt ist die Belichtungsmessung aktiv und wenn ich mal schnell abblenden will, dann gehe ich hier mit dem Hebel zurück. Um die Belichtungsmessung
zu beenden, drücke ich hier wieder auf den Knopf. Die Belichtungsmessung über die Batterie ist beendet. Kommen wir zur Batterie. Die Batterie befindet sich hier hinter diesem Batteriefachdeckel. Als Batterie können wir die ganz normalen LR44-Batterien verwenden. Das macht das Ganze sehr angenehm, denn wir sind nicht auf die Quecksilberbatterien angewiesen, die es ja eh nicht mehr gibt. Und deswegen passt auch mit den heutigen verfügbaren Batterien auch noch die Batterie oder die Belichtungsmessung. Die Kamera als solche funktioniert auch rein mechanisch. Wir tun das hier mal auf die Seite, ziehen die Kamera auf und lösen aus. Okay. Nochmal aufziehen, eine Sekunde ist eingestellt. Ja. Das Ganze funktioniert auch mit dem Selbstauslöser. Wir drehen den Federaufzug hier nach unten. Der kleine Knopf löst jetzt den Verschluss aus, nachdem der Selbstauslöser seine Zeit abgelaufen hat. Ich stelle eine kürzere Verschlusszeit ein. Funktioniert so natürlich nicht. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, hier muss der Selbstauslöser, das Federwerk aktiviert werden. Also nochmal das Gleiche. Wir ziehen die Kamera auf, drücken hier auf den kleinen Knopf. Und die Sache ist erledigt. Dann bauen wir die Kamera wieder zusammen. Batteriedeckel ist schon drauf und wir nehmen eine Münze, drehen den Batteriedeckel ganz leicht fest. Die Kamera kann wieder die Belichtung messen. Insgesamt der Zustand dem Preis entsprechend. Wir haben hier ein paar Beulen. Das Gehäuse ist etwas nach oben gebogen. Vielleicht muss man nur die Schraube mal anziehen, müssen wir mal gucken. Den Deckel hier, das kann man abnehmen. Jetzt hat die Kamera keinen Blitzschuh mehr. Das heißt, so wie der Blitzschuh hier montiert wird, funktioniert ein Blitz auch nur mit einem Kabel, das direkt vorne an dem Synchronkontakt angeschlossen wird, weil es kein extra verbauter Blitzsynchronschuh an der Kamera ist. Der Blitzschuh ist wieder drauf. Machen wir nochmal hinten auf, damit wir uns das auch angeschaut haben. Hier kommt die Patrone rein, wir ziehen den Film hier rüber über die Zahnrädchen und fügen ihn hier ein. Es handelt sich um einen Tuchverschluss und wir lösen mal aus. Als Zeit stellen wir mal eine Sekunde ein. Funktioniert. Dann bleibt uns nur noch, das Objektiv mal abzuschrauben. Ab ist es ja schon. Wir sehen hier das M42-Bajonett. Und das schrauben wir jetzt einfach hier drauf. Und schon ist es passiert. Und wenn ihr noch ein anderes altes M42-Objektiv habt, wie zum Beispiel dieses Weitwinkel hier, oder das Objektiv, was in dem Fall sogar bei der Kamera mit dabei war, dann schrauben wir das einfach nochmal ab. Und schrauben das andere große Teleobjektiv dran. So. Und das möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. Wir haben hier also dieses 85 bis 205 mm Teleobjektiv. Und zum Schluss schauen wir nochmal durch den Sucher und schauen uns die Belichtungsmessung bzw. die Nadel auf der rechten Seite an. So, das ist jetzt der Blick durch den Sucher. Wir sehen unten den Einblendebereich für die Belichtungsmessung. Einmal S für Selektiv und einmal A für Automatik- oder Integralmessung. Kann man also hier an dem gezeigten Schalter links am Objektiv, am Bajonett, einstellen und ein- und ausschalten oder umschalten.
Und auf der rechten Seite sehen wir ein Plus, ein C und ein Minus. Und das ist jetzt die Belichtungskontrolle oder generell die Belichtungseinstellung. Durch Aktivieren der Belichtungsmessung durch den Schnellspannhebel sehe ich jetzt, dass wir hier im Bereich Plus sind, also es wird jetzt eine Überbelichtung bedeuten. Und durch Verändern der Zeit, hier kann ich mir die Belichtung einstellen im Bereich Plus und Minus. Wenn ich die Belichtungsmessung ausschalte durch Drücken des oberen Knopfes am Schnellspannhebel, ist die Belichtung ausgeschaltet und ich kann ganz normal trotzdem weiter fotografieren und auslösen. Abblenden geht auch. Ich stelle mal die kleinste Offenblende und jetzt stelle ich Blende 22 ein an dem Objektiv hier. Und dann kann ich auch noch abblenden, also die Abblendtaste aufziehen, auslösen, Belichtungsmessung beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen kurzen Kommentar da. Vielleicht wünscht ihr euch ja nochmal so ein Video, dann suche ich mir eine andere Kamera aus, die ich vorstellen kann. Würde mich freuen, abonniert meinen Kanal und habt viel Spaß beim Fotografieren. Und traut euch einfach, es tut nicht weh, sich von digital zu lösen.